Herzlich willkommen zu Kurze Frage, kurze Antwort. Heute hat uns eine Frage über Facebook erreicht. Jemand wollte wissen, welche Wagner-Pistolen für Spachtelmasse geeignet sind. Da gibt es im Grunde genommen zwei Modelle. Das ist einmal die Wagner AG14, dieses Modell, klassische Pistole, und die AG19, ebenfalls geeignet für Spachtelmasse. Diese beiden Modelle. Kleiner Unterschied ist, ja, der Haltewinkel ist etwas anders bei der AG19. Bei der AG14 klassische Pistole, das heißt also so wie man es kennt, die haben beide Pistolen haben im Griffstück einen Filter. Wenn man Spachtelmasse spritzt, sollte man den Filter natürlich rausnehmen. Ansonsten, was man sagen kann, ist, die AG14 ist etwas günstiger in der Anschaffung als die AG19. Beides brauchbare Pistolen und beide sowohl für Spachtelmasse als auch für andere Materialien wie Dispersion oder Grundierung geeignet. Solltet ihr Fragen haben, schreibt uns eine Mail, ruft durch oder schreibt uns eine Nachricht über Facebook. Wenn es passt, antworten wir auch mit einem Video. Bis bald.